bitte. Ich muss jetzt allein sein. Alter, voll im Dreirad. Dr. Kevorkian, töten 8 Menschen. Bla. Tom, ich bin es, Charles. Mach bitte die Tür auf. Oh, Scheiße. Nein, nicht das. Nein, nicht das. Der Dreiradler. Alter, ich hätte ihn wegstellen sollen. Mr. Wagner, mir fehlen die Worte. Sie haben eigene Schlüsse gezogen, Detective. Unsere Familie erleidet eine große Schande. Ich habe nur noch geringe Hoffnung. Ich möchte, dass Sie und Ihre Männer das Haus bis zum Abend verlassen. Für Sie gibt es hier nichts mehr zu tun. Wir werden uns ab jetzt selbst um unsere Probleme kümmern. Noch einmal, Ihr Verlust tut mir wirklich leid, Mr. Wagner. Ich werde für Sie und Ihre Familie ein Gebet sprechen. Vergib mir, Vater. Ich habe gesündigt. Meine letzte Beichte ist, oh, ich weiß nicht, schon sehr lange her. Da gibt es eine Familie. Ihr Heim wird von Unglücken heimgesucht, die ich nicht erklären kann. Ich habe versucht zu helfen, aber ich habe mich vielleicht zu sehr eingemischt. Ich habe Albträume. Fürchterliche Szenen spielen sich in meinem Kopf ab. Und diese Familie, sie sind die Schauspieler. Ich glaube, diese Familie braucht Hilfe, mein Sohn. Ich glaube, die Kirche sollte intervenieren. Meinst du die Kirche zu uns, oder was? Hallo, Papi! Ohio, was machst du? Was hast du bei Lucius? Lucius ist das, Ohio! Das machst du gut. Tom! Onkel, also das habe ich schon. Das habe ich auch. Ich habe etwas vom Gift aus der Kammer in Doms Whiskyflasche gegeben. Ich habe bei Dom eine vergiftete Flasche platziert. Er hat nichts bemerkt. Aber ich bin der niederen Opfer müde. Dienstmädchen, Butler, Buchhalter, Trinker. Glaubst du nicht, es ist Zeit, den Einsatz zu erhöhen? Vielleicht machen wir das hier ein wenig persönlicher. Es gibt ein paar hinterhältige Schlangen in deiner Familie, Lucius. Du musst sie wie Unkraut jäten. Lass mich dir etwas anderes zeigen, was dir auf deiner Reise nützen kann. Du kannst die Leute dazu bringen, Dinge zu vergessen. Das kann sehr nützlich sein. Wenn du erwischt wirst, passiert das hier. Du hast nun wähle dein Gedächtnis, löschen Dings durch Drücken von 4 aus. Zeige auf die Person, die dich entdeckt hat und klicke sie an. Was für ein vielversprechendes Talent. Je mehr auf dem Spiel steht, mein Sohn, desto mehr Macht kann aus deinem Opfer gewonnen werden. Sieh näher auf deine Familie, Lucius. Mach mich stolz. Ja, ist ja gut, dass die Texte bei dem Tutorial so schnell verschwunden sind, dass ich den ersten Text gar nicht fertig lesen konnte. 20. März 1973. Das Gras ist auf dieser Seite gewachsen. Nee. Das Gras ist auf dieser Seite immer rot. Wenn ich gewinne, ist dein Papier nicht im Spiel, verlierst du die Wahl auf Sheriffiel. Lucius, darf ich dich etwas fragen? Oh, lass gut sein. Ich bin nur ein wenig töricht. Alter, jetzt bin ich extra vom Dreirad aufgestanden, um dir die Frage zu beantworten. Ein Glas von Mutters kleinem Helferliebling. Das ist alles. Alles klar. Und wen muss ich töten? Soll näher auf meine Familie sehen. Wer ist denn das hier? Hi. Oh, what the fuck? Antonio, der Gärtner. Antonio mäht wieder den Rasen. Ich könnte seinen Rasen mehr sabotieren. Warum sieht er nur immer so aus, als würde es gerade, er gerade aus einer Disco kommen? Probier nicht mehr im Spiel die Wahl auf Sheriffiel. Und wo bleibt da der Stein? Oder brauche ich alle Steine? Da habe ich auch noch einen Stein gesehen. Da.
Alles klar. Was muss ich denn jetzt machen? Kommt er jetzt her? Und fährt da voll über den Stein? Alter, wie mäht denn der den Rasen? Wo kommt dieser Felsen her? Ich wette, ich kann das reparieren. Er will wohl den Rasenmäher wieder zum Laufen bekommen. Das könnte meine Chance sein. Und was soll ich machen? Soll ich den schubsen? What the fuck? Ultimativer Teufel. What the fuck? Nee, so einfach kann das nicht sein. What the fuck? Warum? Und wir müssen jetzt voller Blut sein eigentlich. What the fuck? Hä? Ich dachte, wir müssen den Link... Alter. Neuen Pforte der Hölle und Mint-Vista bekommen. Ich bekam einfach nicht den richtigen Durchblick, als ob mir etwas entgleiten würde. Ich wandte mich an die Kirche und bat um Hilfe. Ich hoffte, sie würden das Haus besuchen und den Leuten dort vielleicht helfen, ihnen Rat anbieten. Was auch immer Priester so tun, ich lag falsch. Wie vorherzusehen, gab es noch einen Unfall, diesmal im Garten. Eines der bizarrsten Dinge, die ich je gesehen habe. Ich hatte keine stichhaltige Erklärung und die Presse forderte vom Department Informationen. Diese Geier kreisten ständig um das Anwesen. Meine ganze Welt brach auseinander. Ich befragte Charles Wagner nun täglich. Er versuchte mir zu erklären, alles spiele sich auf einer ganz anderen Ebene ab. Sein Vater Fabius, den ich für ein wenig behämmert hielt, wurde plötzlich vermisst. Alle nahmen an, er wäre einfach verschwunden, um dem Stress zu entkommen. Was passiert hier wirklich, Dad? Wurden wir verflucht? Haben wir Feinde? Werden wir erpresst oder ist das eine Art Vendetta? Rede keinen Unsinn, Charles. Du greifst nach Strohhalmen. Ich weiß über deine Verbindungen zur Unterwelt damals. Ich weiß, woher unser Geld stammt. Du hast keine Ahnung und frag nicht. Sei einfach dankbar. Hast du keine Gefühle, Dad? Warum warst du nicht bei Toms Beerdigung? Er war ein Versager und er ist auch gestorben wie einer. Er war nicht mein Sohn. Das ist einfach kalt. Du bist ein herzloser, verbitterter alter Mann. Wer hat dir alles gegeben, was du dir je gewünscht hast? Und jetzt ist es Zeit, zurückzuzahlen. Es stehen Ereignisse bevor, die weit jenseits deines Verständnisses liegen. Ich werde diese Wahl verlieren. Meine Welt zerbricht. Lucius spricht nicht. Nancy verliert den Verstand. Und auch du bist verrückt. Wir sind alle nur Bauern in einem großen Spiel. Diese Leute, sie sind letztendlich alle nur Futter für die Sense des Todes. Du musst nur deine Rolle spielen, Charles, und ein guter Junge sein. Die, die bis zum Ende durchhalten, werden belohnt. Guten Tag, Miss. Ich bin Vater Lendl aus der Diözese Winterhill. Das ist Vater Di Cosimo. Wir haben von dem Unglück erfahren, das dieses Haus befallen hat. Und wir kommen, um ihm unseren heilsamen Segen anzubieten. Sind die Herrschaften des Hauses zu sprechen? Was? Zum Teufel raus aus meinem Haus! Verfluchte Parasiten! Schafft eure Röcke zurück zu den erbärmlichen Faulgenichten in die Stadt! Die schlucken euren Jesusmüll! Aber runter von meinem Rasen, oder ich gebe euch Grund zum Beten! Ihr mit ihrem Mist auf meinem Grund hausieren. Seht zu, dass sie verschwinden! Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Ah, Sie haben mich überrascht. Ich bin Wayne Preston vom Herald. Ich würde gerne mit Ihnen über die letzten Ereignisse hier in Dante Manor sprechen. Ich zahle gut für Informationen.
Wissen Sie nicht, wer ich bin? Oh, Mr. Wagner. Entschuldigung, ich habe an der Haustür geklingelt, aber niemand öffnete. Es sah nach Regen aus. Das ist Hausfriedensbruch. Ich könnte Sie erschießen. Hey, Augenblick! Lucius, welch wunderbar grausame Opfer du mir gebracht hast. Jetzt müssen wir weiter. Wir müssen fortfahren, ohne nach hinten zu blicken. Da sind diese Schnüffler, Lucius. Sie hegen einen Verdacht. Du musst wachsam sein. Aber jetzt ist es an der Zeit, dich die mächtigeren Fähigkeiten zu lehren, damit du dich, falls nötig, schützen kannst. Alles klar. Machst du gerne Feuer, Lucius? Ja, ich mach gern Feuer. Dein Papi verbietet dir, mit Streichhölzern zu spielen, aber ich zeige dir einen besseren Weg. Oh, das ist sehr gut. Hör mir jetzt zu, Lucius. Diese Fähigkeit kann nur manchmal und nur in extremsten Situationen eingesetzt werden. Jedes Mal, wenn du mir ein Opfer bringst, erhältst du diese Fähigkeit, aber nur für kurze Zeit, bis die Macht wieder vergeht. Alles klar, Papi. Devil Train. Devil's Train, so. Aber der Reporter ist ja auch dumm, Alter. Ich würde niemals in ein Haus einbrechen. 1. April 1973. Verrat. Wir schlafen mit Schuhen. Komm, mein Junge. Es ist Zeit zu reden. Du hast dich also umgesehen und die Kammer gefunden. Gut gemacht, Lucius. Zieh dich an und triff mich dort unten. Lass dich unterwegs nicht erwischen. Ich habe bemerkt, dass noch nicht alle schlafen. Und auch der König und seine Männer... Und auch der König und seine Mannen brauchten Humpty Dumpty nicht mehr zusammen. Das ging ihnen gehörig auf die Leber. Was ist ein Humpty Dumpty? Okay, Antonio. Okay. Das war nicht genug. Er hat es geschafft, der Klinge zu entkommen. Das Gras kann wieder wachsen. Alles klar, Fabius. Großvater Fabius. Mein Großvater hat mich geweckt. Er trug mir auf, ihn in der Kammer zu treffen. Alle sind noch wach. Ich muss einen Weg finden, unentdeckt vorbeizukommen. Die Dunkelheit ist mein Freund. Alles klar. Okay, da ist zu. Da ist auch zu. Da ist auch zu. Da ist auch zu. Hä? Alles ist zu, bis auf mein Zimmer. Ich mit meiner berüchtigten Zahnbürste. Meine Mutter. Hä? Wie soll ich denn bei meiner Mutter vorbeikommen, Alter? Ich kann irgendwie nicht überspringen, das nervt mich. Dezent. Da steht halten zum Überspringen, Leertaste. Lol. Und jetzt ist es gegangen. Okay, wie bekomme ich meine Mutter da weg? Ich glaube, ich muss den Fernseher kaputt machen. Da kann ich irgendwas machen. Alter, ich will, dass meine Mutter vergisst. Für was habe ich denn das vergessen, Ding? Wenn das Spiel sofort aus ist. Alter, bevor da die ganze Zeit der Kreis da die Dings da angezeigt wird. Okay. Gib mal Hertha die Spieluhr.
wie hatten die mich entdeckt jetzt? Moa. An dieser Mission werden wir wahrscheinlich länger sitzen. Buch ist das einzige, mit dem ich rumhantieren kann. Entdeckt, cool. Kann mich ja gar nicht entdecken. Alter. Okay, mit Ruhe und Verstand. Okay, Witcher-Brett aktivieren. Wir können nirgends raus, wa? Wir können da überall das Licht aus- und anmachen. Wir können only hier raus, wa? Gut. Wir können only hier rein. Wir können das Licht hier nicht ausschalten. Vielleicht muss ich reinrennen in dem Zeitpunkt, wo das Licht ausgeht. Dort muss ich einen Grund haben, dass die ganze Zeit das Licht ausgeht. Zieht uns sofort den Mittel. Wir können nichts machen außer das Buch. Sobald sich das Buch bewegt, bin ich entdeckt. Ich kann nicht eben schnell hinrennen, das Gedächtnis meiner Mutter löschen. Geht nicht. Ich habe Steine. Ich weiß sie zu gebrauchen. Rüst mal wieder deine gefährliche Zahnbürste aus. Nee.